Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Okay, der Pass war scheiße, jetzt brennt hinten wieder die Luft. Das ist Silva gegen Jesus! Pfosten! Aufschnitt, Jesus! Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu meiner FIFA 22 Bayern-Karriere. Wir spielen jetzt gleich gegen RB Leipzig und dann auch noch im DFB-Pokal gegen Wolfsburg. In der Tabelle auf Platz 2 und bei den Top-Torjägern Cristiano Ronaldo mit mittlerweile 16 Treffern auf Platz 1. Zwischendurch mal einen Nationaltrainer auf Fährte von Italien. Nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und jetzt spielen wir zu Hause gegen Leipzig. Es sind wirklich alle topfit, das finde ich immer super. Leipzig ist ja schon ein ernstzunehmender Gegner. Jesus 72, Schumacher 71. Wir werden jetzt also nicht rotieren. Allerdings frage ich mich, warum ist die Moral bei Reis schon wieder unglücklich? Also das kann ja wohl hier schon wieder nicht wahr sein. Und jetzt Legende, 6 Blutenregen ab ins Stadion. Und da sind wir auch schon. In der Allianz Arena, 9. Spieltag. Der FC Bayern spielt zu Hause gegen RB Leipzig. Und mit natürlich Live-Kommentar an der Stelle wieder von mir, von Ben Masterful. Ja, die neue Allianz Arena. Ich hoffe natürlich immer noch für FIFA 23, dass die Original Allianz Arena dann auch endlich wieder dabei sein wird. Torprognose für André Silva, 43. Nicht schlecht, also die haben da wohl auch so einen Top-Torschützen in ihren Reihen. Da müssen wir aufpassen. Die Aufstellung der Bayern, Jesus im Tor, wir spielen ein 4-3-3-System mit unserer absolut besten und ersten Elf. Okay, Madueke, aber von der Gesamtstärke ist ein Leroy Sané natürlich immer noch stärker. Und die Aufstellung von RB Leipzig, 4-2-3-1-System. Norwegen kennt man hier in der dritten Saison. Kampel, Olmo, Neuhaus, Silva. Okay, das sind jetzt natürlich alles keine wirklich. Ja, Hazard auf der Ersatzbank, Rüdiger auf der Ersatzbank, Forsberg auf der Ersatzbank, Solo, Angelino. Also im Prinzip immer noch sehr, sehr, sehr viele bekannte Gesichter bei RB Leipzig. Und jetzt Anstoß für Leipzig. So, wir wollen hier natürlich, ja, hier genau so stelle ich mir das vor. Viel Applaus. Bayern-Fans sind natürlich auch mega heiß und motiviert. Sané geht direkt durch. Leroy Sané. Oh, schade. Das wäre es gewesen. Oha, erster Versuch von Leipzig. Ah, Goretzka ist da und Goretzka klärt. Oh, Jesus. Also da war wieder in der Abwehr Schweizer Käse. Aber hier der Jesus, ne? Wahnsinn, schaut euch das an, der fliegt. Eckball Leipzig, das Ding wird von Theo erst einmal aus dem Strafraum befördert. Eieiei, der 16er brennt. Und jetzt, Ronaldo am eigenen 16er. So, jetzt müssen wir gucken, wer geht steil. Ja, Ronaldo kriegt ihn. Auf Sané. Ja, Sané dran vorbei. Immer noch Leroy Sané. Ja! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ganz stark Kimmich. Jetzt. Ah, Ronaldo. Musiala. Wollte ich sagen, kriegt den Ball nicht auf, Ronaldo. Also es ist gerade hier zu Beginn ein recht offener Schlagabtausch. Wenn ich vorne scheiter, kommt Leipzig und holt aus. Aber Kimmich geht direkt wieder in die andere Richtung. Ronaldo. Was machen? Was machen Sachen? Ja, auf Jeremy Doku. Auf, auf Fuß davor. Jesus hin. Jesus hin. Eieiei. So, und jetzt, also. Ja, Leipzig und wieder dieser Jesus. Ach, wir, also, unsere Spielhälfte brennt. Was ist hier los? Geil von Goretzka. So, es geht hier ungeschnitten wieder in die andere Richtung. Es geht hier nur hin und her. Das ist Jeremy Doku auf Ronaldo. Und jetzt Sané zu harmlos. Ja, den haben wir wieder gut. Ronaldo mit Sané. Ah, Mist. Oh, richtig gut gespielt.
Ja, Theo dazwischen, zumindest fürs Erste. Und jetzt, oh, Riesenchance für Leipzig. Kimmich auf Jeremy Doku. Jeremy Doku. Oh, Alter, das Ding will einfach nicht rein. Dortmund-Ecke, Kimmich auf Cristiano Ronaldo. Doku. Ja. Wow. Geiles Tor. Absolut geil gemacht. Also das war wirklich ein wunderschönes Tor. Da muss man neidlos oder neidvoll, ganz egal. Man muss es anerkennen. Also das war wirklich, es ist auch ein tolles Spiel für die Fans hier heute. Also wirklich absolut fantastisch. Und das war, ja, wenn das keine super Abnahme war, die da perfekt im Tor landet, dann weiß ich auch nicht. Also wunderschön. Oh. 2-0. Okay. Ja, so schnell kann es gehen, dass man selbst zwei, drei richtig gute Chancen hat. Die macht man alle nicht rein. Und Leipzig hat dann, ja, hier einen richtig starken Moment und macht, ja, war auch wieder geil gespielt. Torwart ein bisschen schneller hätte Jesus rauskommen können. Also da hat ein Schritt gefehlt jetzt nach vorne und dann, ja, Silva. War ja klar, dass der heute gegen mich treffen wird. Leroy Sané auf Musiala und da kommt jetzt, ah, Ronaldo, es gibt's nicht, Fonzi, ich kriege ihn nicht rein. Einmal vielleicht noch vor der Halbzeit, der Versuch auf Leroy Sané, ja, komm, bisschen Dusel, Nachspielzeit ist rum und das ist Halbzeit. Die zweite Halbzeit läuft, jetzt müssen wir natürlich einmal mehr wieder zeigen, wie Bayern-like wir sind in diesem Jahr. Also, ja, gegen Leipzig will man zu Hause natürlich nicht wirklich verlieren. 0-2, das haben wir haben schon höhere Ergebnisse gedreht bekommen in unserer zweiten Halbzeit. In der Dortmund-Karriere war das ja schon quasi regelrecht regelmäßig, dass wir da solche Spiele drehen mussten. Aber, ja, das war halt Dortmund und das hier ist halt Bayern. Müssen wir mal schauen, was jetzt geht. Ja, Kimmich, so muss das sein. Und jetzt natürlich, ja, schön auf Kimmich. Der Kapitän geht voran, der Kapitän geht voran. Der Kimmich, wenn man ihn braucht, ist er da. So muss das als Captain, so muss das. Hier nochmal, ja, war ein bisschen untypisch gespielt, Jeremy Doku. Also der Ball sollte natürlich nicht auf Musiala kommen, da links, halb links, sondern mehr so auf Doku. Aber so war es natürlich auch super und der Kimmich trifft zum Anschlusstreffer. Ja, Fonzi, also jetzt sind wir drin hier, Doku. Musiala wieder. Ja, ganz stark auf Ronaldo, kein Abseits. Und jetzt Chris. Ja, nein! Der darauf folgende Eckball. Wieder von Torschütze Kimmich auf Ronaldo. Das wurde erstmal nix. Und Hernandez verdattelt. Okay. No! Das war doch noch in der eigenen Hälfte, oder nicht? Ich dachte, da sind... War da nicht was? Das ist für Notbremse. Na gut, man kann natürlich auch von hinten in die Beine, aber es war ja ganz klar von der Seite gegrätscht. Der Videobeweis. Der Spieler rollt los und jetzt müsste ja von irgendwo her, da kommt James angelaufen. Also wir sind noch nicht an der Mittellinie. Da ist jetzt der Mittelkreis. Jetzt kommt er angelaufen, also definitiv... Ah, ja, okay. Der Leipziger dreht sich natürlich. Da muss man natürlich auch sagen. Also das macht er natürlich super. Schirmt den Ball natürlich perfekt ab und in dem Moment trifft er ihn von hinten. Trifft er ihn von hinten? Ja, okay. Kann man... Ach, verdammte Scheiße. Wir werden wechseln. Also wir müssen natürlich jetzt reagieren. Anders, alles andere wäre Mist. Matuidi kommt für den leider unglücklichen Leroy Sané. Also Doppelwechsel Sanchez und Matuidi diesmal. Da ist er dann auch schon. Der Doppelwechsel heute. Renato Sanchez mit hoffentlich mehr B-Turbo-Power im Mittelfeld.
Ich finde ihn immer ein bisschen aggressiver als Goretzka, ein bisschen offensiv stärker. Und natürlich Mado Eke hat bisher tolle Spiele gemacht. Sané, Leute, ein bisschen unglücklich in der ersten Halbzeit auch gewesen. Deswegen jetzt so der Wechsel. Ja, die rechte Verteidigerposition werden wir jetzt nicht wirklich anpassen. Eckball für Leipzig. Und wieder Kimmich, der da den Eckball gut abfängt. Fonzi auf Arsch. Okay. Ja, das war ein bisschen zu viel gewollt. Da sind natürlich jetzt die Lücken so über rechts. Ne? Da kann Leipzig natürlich jetzt ein bisschen sehr viel walten. So, Mado Eke, wir nehmen mal direkt die Topspeed mit von Mado Eke. Flach und hat Ronaldo. Ja, und man muss X drücken. Ich hatte ja in einer der letzten Folge, wusste ich nicht, macht der Zü bei X drücken beim Jubel oder muss ich gar nichts drücken. Nee, man muss dann tatsächlich X drücken. Also wir haben den Ausgleich in Unterzahl hinbekommen. Ja, Grundlinie flach und hart, Direktabnahme in der Mitte. Ronaldo trifft auch wieder hier gegen Leipzig. Was für ein Spiel, also als würde, also Wahnsinn, absolut krass, geiles Spiel. Und wieder Kimmich, der da den Zweikampf gewinnt, also der wird hier, okay, der Pass war scheiße, jetzt brennt hinten wieder die Luft. Das ist Silva gegen Jesus, Pfosten, aufschnell Jesus. Und jetzt komm, wir bestrafen sie direkt, nee, okay, beim nächsten Mal. Also Wahnsinn. Ja, Fonzi. Da Fonzi. So, komm. Auf Doku. Der wird hier geblockt. Oh, nicht noch eine rote Karte riskieren hier. Ja, da würde ich sagen, das war gut. Fuß davor. Und diesmal kriegen wir ihn vorne mit Musiala. Jetzt auf Ronaldo. 70. Minute. Cristiano Ronaldo. Nein. Wow. Jesus klärt das Ding wieder zum Eckball. Also, meine zwei jungen Torhüter, die sind schon wirklich echt stark. Schaut euch auch hier nochmal das Ding an. Also, Wahnsinn, richtig stark gehalten. Ja, gut geklärt. Raus, raus. Viertelstunde vor Schluss. Wir haben Abstoß. Und, ah, Lukas, Junge. Ja, die Hernandez-Brüder. Ja, das... Nein, nein, nein. Kevin Campbell mit einer Riesenchance. Also Leipzig nutzt natürlich die Überzahl richtig gut aus. Da haben wir Glück gehabt. Ah, ganz stark von Renato Sanchez. Wieder da Kimmich. Wieder. Was ist hier los? Also wie stark ist das denn? Schaut euch mal den Kimmich an. Ist der völlig irre heute. Wie einst ein junger Lothar Matthäus. Ich habe ja schon oft gesagt, der Kimmich hat von seiner Spielweise, von seiner Spielidee her Ähnlichkeiten mit Lothar Matthäus damals. Und auch hier wieder, also das war so ein richtig typischer Lothar Matthäus vor seiner Zeit als Libero damals. 10 Minuten vor dem Ende, wir opfern einen Offensiven. Oh nee, das sollte kommen, nicht Reis. Und den stellen wir natürlich hinten rein. Und dann haben wir jetzt vorne links keinen Offensiven mehr. Nochmal langes Ding von Jesus auf Jeremy Doku, der ja noch im Spiel drin ist. Ronaldo, langer Pfosten. Ja, okay, das war nicht der lange Pfosten. Als, ja, vielleicht, ja, hier wieder Kimmich. Der verrückte Kimmich auf Fonzi Davies. Mit dem hat auch keiner gerechnet, dass der da nochmal offensiv. Und was ist das Ding? Mado Eke. 4-2 für die Bayern. Wir haben das Spiel sowas von gedreht. Wahnsinn. Also Leipzig macht hier auch in der zweiten Halbzeit das Spiel, muss man ganz ehrlich zugeben. Aber wir haben halt unsere starken, wirklich starken Momente. 4 Tore und nur ein Tor davon von Cristiano Ronaldo. Also heute ist dann doch wieder mehr so das Kollektiv gefragt als der Einzelspieler. Ja, absolut Wahnsinn. Und jetzt der Wechsel. Doku geht und Sergino Dest kommt für die letzten knapp 5 Minuten
nochmal zum Absichern ins Spiel. Ganz stark Musiala. Okay, Sanchez nicht der schnellste der Abwehrspieler, hat da auch ganz gut mitgespielt. Und nochmal Leipzig in der 90. Boah, aber die Abwehr ist cool. Oh. Jetzt Fuß davor. Da. Jesus, Wahnsinn. Ab ins Tor. Jesus. Ja, Wahnsinn. So, komm. Da vorne ist es. Ja, wird's ein Laufduell 1 gegen 1. Schade. Oh, doch, doch. Oh, nochmal. Cristiano. Nein, abseits Ronaldo. Schade. Kampel geht in der 93. Leipzig. Ja, vielleicht haben die dann noch Hoffnung aufs 4:3. Aber ja, 2:0 Führung komplett verspielt. Und jetzt ist es halt nur noch, ja, eine Sache von Sekunden. Was für ein geiles Fußballspiel. Man kann es nicht anders sagen. Wahnsinn. Geil. Richtig geil. Krasser Bullshit. Nee, Bullshit nicht, aber krasser Shit. Wahnsinn, was für ein geiles Fußballspiel das heute war. Kimmich rastet aus. Das war der absolute Wahnsinn. Spieler gesperrt. Und zwar für ein Spiel. Also man kriegt immer nur so ein Spiel. Habe ich überhaupt schon mal mehr als ein Spiel Sperre bekommen? Ich weiß nicht. Ich gebe jetzt hier Doppelpack beim FC Bayern Sieg gegen Leipzig. Also Kimmich für mich definitiv der Mann des Tages. Wir schauen noch mal kurz in die Jugend Academy. Ich habe natürlich die Hoffnung, hier so ein Schinkel, Alter. Also da haben wir wieder für die Abwehr mordmäßig krasses Talent. Tobias Meyer ist das Potenzial natürlich nicht ganz so, wie ich es gern habe, aber wir haben ihn natürlich schon, was jetzt Spezialbewegung oder schwacher Fuß angeht, richtig schön austrainiert. Also da warten wir nur noch auf eine Gesamtstärke-Explosion auf über 70, dann kann man den auch mal öfter einsetzen. Und hier, Julian Kühn. Das ist natürlich auch noch mal eine Frage, ob das etwas werden kann. Wir trainieren auf Allrounder. Das ist natürlich die Frage, ob wir den noch Richtung ZM oder ZDM trainieren. Aber ich glaube, hier bei Bayern bleibe ich bei ZMs. Also so die typische Achterposition. In der Dortmund-Karriere spiele ich ja, glaube ich, mit zwei Sechsern, die ein bisschen defensiver sind als die Achter. Ja, das hat natürlich ordentlich Kondition gekostet. Nicht ganz so krass wie in der Dortmund-Karriere zuletzt, aber schon eine ganze Menge. Wir simulieren hier nochmal das Training. Und nach dem Pokalspiel haben wir auch nur zwei Tagepause. Vorteil, wir spielen erst einmal wieder zu Hause. Ja, und James ist, man sieht es, natürlich auch für den DFB-Pokal gesperrt. Also hier ist es auf jeden Fall so ein bisschen wettbewerbsübergreifend. Ja, und hier ist immer noch dieser Bug. Das heißt, okay, ja, ich will ihn, ach Mann, dieses FIFA ist teilweise, ja, es ist schon, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also EA kriegt einfach nichts so richtig gebacken. Jetzt müssen wir hier die Aufstellung ändern, James hier dann nochmal vom Platz nehmen und erst dann funktioniert das Ganze. Weiter würde ich jetzt nicht rotieren, also auch hier natürlich wieder die erste Garde am Start. Doku auf 87 verbessert, Wolfsburg nicht hundertprozentig fit, egal. Und jetzt Legende, 6 Minuten heiter, ab ins Stadion. DFB-Pokal, Allianz Arena Runde 2, da darf man natürlich als FC Bayern nicht rausfliegen. Live-Kommentar natürlich auch heute im DFB-Pokal von mir, von Ben Masterful. Wie soll es auch anders sein in dieser Karriere? Und ja, DFB-Pokal, den wollen wir natürlich auch wieder gewinnen. Also es ist völlig ausgeschlossen, dass wir hier und heute verlieren und in der zweiten Runde ausscheiden. Vor allem nicht mit dieser krassen Mannschaft. Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch mal krasser wird als letztes Jahr, weil eigentlich wollte ich ja mehr Jugendspieler einbauen und fördern. Ich meine, das läuft ja auch bisher ganz ordentlich, außer im Spiel gegen Leipzig. Aber ansonsten haben wir wirklich gute junge Wilde am Start, um halt demnächst noch und noch mehr auf die jungen Wilden zu setzen. Und die Aufstellung der Bayern. Ich meine, das sind wir ja eben schon durchgegangen. Ja, jetzt habe ich natürlich vergessen, Tom Schumacher zu wechseln, aber ja, Jesus hat einfach stark gehalten, auch gegen Leipzig, deswegen vertraue ich da heute auch wieder auf die Nummer 1. Und ich glaube, ich habe euch in einer der letzten Folgen auch schon gefragt für die Kommentare, wen würdet ihr langfristig jetzt als Nummer 1 einsetzen? Eher Jesus oder doch Schumacher wegen seinem geilen Namen? Ne? Schumacher, Michael Schumacher. Die Aufstellung von Wolfsburg läuft hier im Hintergrund gerade mit. Und Anstoß für den VfL. Wir sind natürlich höchst motiviert, wie ein ehemaliger Bundestrainer sagen würde. Höchste Motivation. Hier im Pokal. Ja, Leroy Sané. Ja! Genauso stelle ich mir das vor. Sergino Dest mit Sané. Ja, wenn er da schon mitläuft, dann spielen wir das Ganze mal so. Sergino Dest. Rückraum, nein!
Oh, gut. Oh, Jesus. Jesus hält in der 7. Minute. Oh, Jesus hält wieder. Erstmal raus, das Ding. Auch wenn es nicht wirklich gut geklärt war. So. Ja. Auf Sané, kein Abseits. Oh, der Torwart war draußen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ah. Jeremy Doku kommt nicht an den Ball. Oh, Fonzi Davis, den hat er da richtig stark erkämpft. Und das ist Cristiano Ronaldo im Zweikampf gegen, weiß nicht, wie der hieß. Oh, wieder hier. Fonzi Davis mit dem Fehler. Der Einzige, der gewechselt wurde mit einem Riesenbock. Aber Glück gehabt, dass das nicht sofort und direkt von den Wolfsburgern genutzt wurde. Dranbleiben, Fonzi lässt sich da abkaspern. Jetzt mit drei Bayern gegen. Ah, da muss man doch mal. Keine Chance hier den Ball zu bekommen. Sané macht auch hinten mit. Und Abstoß. War wieder Fonzi, also der macht hier eben was. Kimmich, jetzt ist Davies. Goretzka. Ja, der Ball läuft jetzt. Cristiano Ronaldo auf Kimmich. Und das ist wieder Leroy Sané. Wahnsinn, was. Also auch hier schon wieder so ein mega krasses Fußballspiel mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Aber ich glaube, hier wäre der Keeper dran gewesen. Ah, verdammt, da pfeift der Schiri jetzt doch noch am Ende. Maxi Arnold aus 30 Metern. Den wird er doch wohl nicht direkt versuchen, oder was? Ah, doch, er probiert's. Abstoß. Wieder schön gespielt, das ist Kimmich. Ja, der versucht auf Doku, der kriegt ihn auch ganz gut mit und nein! Ah, der kommt leider nicht ganz an auf Ronaldo. Oh, ganz stark gespielt. Kimmich hinten wie vorne. Kimmich räumt ab. Kimmich mit Übersicht, okay. Und auf der Minimap sah es besser aus. Hatten wir mehr Platz auf dem linken Flügel, aber Wolfsburg direkt wieder. Ah, Lukas, Theo war es gewesen und Davies steht wieder goldrichtig. Ganz stark, Leroy Sané auf Sergino Dest. Ah, Mann. Oh. Wow. Jesus. Junge. Also der Typ, der hält ja echt so einiges mittlerweile. Wird man gar nicht so denken aufgrund der Gesamtstärke. Jetzt der Versuch auf Ronaldo. Ronaldo. Ah, Champions League Eckball auf Sané. Der Wuschelkopf köpft daneben. Ja, ist ja klar. Hier nochmal. Ja, keine Gefahr. Musiala. Oh. Okay, ich weiß nicht, ob der, wenn er nicht abgefälscht worden wäre, besser gekommen wäre. Aber die Idee war eigentlich flach und hart auf den langen Pfosten. So. Aber okay, Halbzeit. Ja. Leon Goretzka will heute nicht raus. Abseits. Oh. Zweite Halbzeit. Wir starten eigentlich. Ja, was heißt eigentlich? Wir starten unverändert, wollte ich sagen. Und mal schauen, wie es läuft. Also 0-0 hier. Oh, das. Ja, Jesus. Wahnsinn. Und wieder Leipzig, wieder der VfL. Ja, ganz stark, Theo. Super Theo. Hey. Und jetzt schön auf Jeremy Doku. Einer der schnellsten Menschen der Welt. Jeremy Doku. Und da kommt Sané. Der ist endlich drin. Alter, was ist das für ein mordsmäßig krankes, geiles Spiel hier wieder. Also, ich dachte Leipzig war geil, aber das hier ist auch wieder mega intensiv. Und auch hier, der geht wieder nur knapp ins Tor. Und ich muss noch mal sagen, was junge Torhüter halten. Schaut euch mal Jesus an. Schumacher auch nicht wesentlich schlechter. Im Vergleich zu Neuer letztes Jahr oder auch Kobel in der Dortmund-Karriere. Leute, holt euch einen jungen Torwart in diesem FIFA. Ihr seht es, es ist der Wahnsinn. Ja, Theo passt wieder hinten. Gut auf.
Und jetzt Musiala. Nein! Wir werden gerade so ein bisschen hinten reingedrückt vom VfL. Wir können uns immer nur wieder versuchen zu befreien mit solchen Aktionen. Ja, Doku auf. Nein, auf Ronaldo, aber halbe Stunde noch. Und auch hier schon wieder ganz stark über Doku. Und da hinten kommt schon wieder ein Leroy Sané, Wuschelkopf. Und das ist aber Musiala. Da-da, 2-0 Bayern. Was ist denn da los? Kloppen die sich? Die drehen ja völlig durch. Ja, also zweite Halbzeit. Wir kontern da eiskalt. Meistens über links über Doku. Und wir machen die Dinger gerade eiskalt hier in der zweiten Halbzeit. Brauchen diesmal nicht so viele Chancen wie gegen Leipzig oder auch hier in der ersten Halbzeit. Ja, Ronaldo lässt sich da fallen. Elfmeterpunkt, schade. Und dann ist es Musiala. Ronaldo macht sich nochmal klein. Ja, und ich denke mal, mit dieser Führung spielen wir nochmal 10 Minuten und dann können wir da auch wechseln. Ja, Musiala, den hat er da direkt wieder richtig stark bekommen. Ballverlust durch Doku. Aber der muss halt nur schnell sein. Der muss halt nur laufen über linken Flügel. Viel mehr muss der Jeremy Doku heute gar nicht leisten. Oh, Davies, Wahnsinn. Erstmal Rückpass zum Keeper, zu Jesus. Und der sieht natürlich hier einen freistehenden Leroy Sané. Der kommt leider nicht an. Wir machen uns bereit zum Wechseln. Wir haben natürlich nicht ganz so krass das Personal, um jetzt hier direkt, haben wir eigentlich schon. Aber wir wollen natürlich auch Jugendforsch betreiben, ist ja völlig klar. Deswegen kommt Hübner und Ronaldo, tut mir leid, den kann ich noch nicht rausnehmen. Der hat noch nicht getroffen. Es kommt Reis für Fonzi Davies. Und nochmal der VfL Wolfsburg. Also ein Tor würde natürlich nochmal wieder viel ändern. Aber hier fällt jetzt kein Tor für den VfL, weil wir das Ding wieder verhindern werden durch Goretzka. Und die letzte Aktion von Leroy Sané heißt Lauf, Forrest, Lauf. So, wir versuchen es mal mit einer Flanke. Der kommt auch ganz gut auf Doku. Und Ronaldo! Ja, jetzt kann ich ja doch auswechseln. Oh ja, hier vielleicht geil, Sampler gerade. Ja, das könnte passen. Ich suche ja immer, ihr wisst es ja, während der Aufnahmen gucke ich immer schon, was kann ich da irgendwie als Thumbnail verwenden. Thumbnails erstellen, finde ich so geil, macht einfach mega viel Spaß. Ronaldo. So, und ich muss jetzt natürlich... mich nochmal zurückentscheiden. So, Davies wieder für Reis und dann bringen wir jetzt den Möller für Ronaldo. Da ist ja der Dreierwechsel. Ronaldo darf sich hier seinen Applaus abholen. Hübner kommt, Möller kommt. Und ich weiß gar nicht, wer der Dritte war. Jetzt irgendwie, habe ich nur doppelt gewechselt jetzt? Nee. Hübner, Möller, Madueke, ne? Ja, Madueke ist auch noch im Spiel. Ja, den muss man einfach bringen. Der ist einfach so mega stark. Ah, knapp 12 Minuten noch und Jesus. Kein Problem, selbst wenn er so aus 3 Metern angeschossen wird. So, was ist mit Hübner da draußen? Wieso läuft er da nicht? Ja, wieder Davies, auch starke Abwehraktion, also starke Abwehraktionen. So, Hübner mal. Ja, da muss natürlich... Oh, schön auf Jeremy Doku! Nee, Nonni Madueke. Ach ja, da war ja was, wir haben ja gewechselt. Ja, stark. Also den nimmt er richtig akrobatisch, richtig geil. Eckball VfL, Kimmich auf Madueke. Endlich mal ein Ball, der per Kopf zumindest Richtung Tor geht. Es läuft die 90. Minute, also 13-0 ist schon ein krasses Ergebnis, wenn man überlegt, dass ich zeitweise gar nicht so stark war. Aber wir haben uns immer wieder zurückgekämpft ins Spiel und wir haben halt einen starken Rückhalt, einen starken Keeper gehabt und eine starke Offensive, die in der zweiten Halbzeit so gut wie jede Chance genutzt hat. Und meinetwegen könnte der Schiedsrichter jetzt dann auch abpfeifen. Tut er erst einmal noch nicht. Sergino Dest nochmal. Und das war's. Wir sind im Viertelfinale des DFB-Pokals. Mich hätte es natürlich auch ein bisschen zum Verzweifeln gebracht, wenn wir das heute nicht geschafft hätten. Auch wenn Wolfsburg stark war, müssen wir am Ende natürlich schon sagen, Mia San Mia, wir sind der FC Bayern. Wolfsburg ohne Chance. Wir haben Post-Turnierpreisgeld. Wir kriegen 274.000 Euro und die Sperre von James
von Reece James ist auch wieder abgelaufen. FC Bayern bleibt gegen Wolfsburg ohne Gegentor. Neuer Keeper, neuer junger Keeper und wir schaffen es zu null. Nicht das erste Mal. In der Tabelle sind wir jetzt endlich Tabellenführer mit 1 Punkt vor Leverkusen und 17 Treffer von Ronaldo nach 9 Spielen. Ich habe gerade überlegt, spielen wir jetzt noch gegen Stuttgart? Nein, aber ich nehme schon wieder eine Stunde auf. Das heißt, diese Folge müsste dann jetzt auch eigentlich zu Ende sein. Also nicht nur eigentlich, sie ist jetzt mehr oder weniger zu Ende. Aber ich habe Bock, nochmal irgendwie nach Jugendspielern zu schauen. Wir suchen ja hier immer noch in Deutschland. Und der Michael Hübner, der hat sich jetzt nicht wirklich vom Potenzial verbessert. Und Tim Vogt, den hatte ich ja auch noch draufgelassen, um den weiter zu beobachten. Den werde ich jetzt schon mal verpflichten. Den Hübner können wir getrost, glaube ich, ablehnen. Und da haben wir ihn auch schon. Wir haben Tom Vogt, 15 Jahre. Potenzial steht erstmal maximal 93. Guess 57, aber der ist ja auch aus 15 Spezialbewegung, schwacher Fuß. Da haben wir ihn schon ganz gut. Da müssen wir nicht mehr ganz so viel tun. Der ist ja lahm. Haha, wie Philipp. Ach, du dickes Ding. Ja, da müssen wir. Also, ja, völlig klar. Also erstmal Allrounder, 4 Wochen, da ist Arbeitsrate mit drin und Tempo und Schießen. Okay, warten wir mal ab, was aus Tom Vogt wird. Und das soll es dann auch schon wieder für heute gewesen sein, meine lieben Freunde. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Bock auf die Bayern-Karriere. Mir macht's mega viel Spaß. Denkt dran, mein Ziel, 200.000 Abonnenten in diesem Jahr. Deswegen sagt natürlich an dieser Stelle wieder allen euren Freunden Bescheid. Schickt dieses Video weiter per WhatsApp, per Insta, per Telegram, per Facebook. Egal. Und empfiehlt meinen Kanal für Leute, wo ihr vielleicht denkt, den könnten meine Videos auch gefallen. Und würde mich auf jeden Fall sehr, sehr danken. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. It's delicious.